Kreuzschmerzen beim Joggen sind weniger häufig, ja, wie Fuß- und Knieschmerzen, aber es kommt immer wieder vor. Und wie alles im Körper hat auch das eine Ursache. Und genau das möchte ich kurz mit Ihnen anschauen und die eine gute Übung, tolle Übung für das zeigen, was Sie können machen. Also das Becken normalerweise beim Joggen macht abwechslungsweise, ich nenne das so eine Beckenwaage, macht immer so. Auf der Spielbeinseite geht es ein bisschen hoch, auf der Standbeinseite runter und das im Schrittzyklus so. Wenn jetzt das Becken schräg steht, ja, und ich jogge so durch die Gegend, dann ist klar, das gibt auf der einen Seite Muskelverkürzungen, auf der anderen Überdehnung und die ganze Wirbelsäule wird asymmetrisch belastet und das führt dann zu Muskel- oder Gelenkschmerzen. Und das andere häufige Problem im Rücken ist, dass das Becken entweder ja, so nach vorne gekippt ist und ich bin dann im Hohlkreuz und ich jogge so durch die Gegend. Oder das Gegenteil, dass es zu steil aufgerichtet ist und ich bin hinten praktisch so im Flachrücken oder sogar im unteren Rundrücken. Beides ist ungünstig. Und die Übung, Lendenhandtuchübung, ganz eine tolle Übung, die vermittelt Ihnen ein Gefühl, speziell bei Hohlkreuz, was Sie können machen können, um das Becken aufrichten und die Wirbelsäule, die Lendenwirbelsäule schön gerade hinten auszurichten.